Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Geben Sie mir mal den Typen aus dem Hintergrund. Den Typen aus dem Hintergrund existiert aber nicht. Doch, der existiert. Ich höre das ja die ganze Zeit, was der erzählt. Schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Steiner? Ja. Und auf nichts eingeht, was der Kunde sagt, wenn man die ganze Zeit dem Kunden ins Wort fällt und was auch respektlos ist, wenn man die ganze Zeit eigentlich nur Scheiße redet. Hallo Freunde, heute habe ich euch wieder zwei Gespräche mitgebracht. Das heißt, wir haben hier zwei verschiedene komische, unseriöse Callcenter am Telefon. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden neuen Anrufen. Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Fitzke ist mein Name. Und zwar, es geht um eine Handelskonto. Vor ein paar Monaten haben sie versucht, bei uns eine Handelskonto zu öffnen. Wissen Sie das noch? Von wie hieß die Firma? Meteor Trader. Ja, bestimmt wissen Sie noch. Also kennen Sie sich noch. Also damit aus. Tja, wie so oft, fängt's schon unfassbar seriös an. Vor einigen Monaten hätte ich mich da angeblich registriert und jetzt ruft man mich hier an. Klingt eher danach, als hätte man gerade frisch den Datensatz gekauft und will's nochmal probieren. Nö, kann mich auch nicht an den Namen. Haben Sie Interesse an das Geld? Ich meine, also damals haben Sie Interesse, ja, dafür. Haben Sie schon angefangen, also, oder, also, es steht noch immer noch, also, in der Frage bei Ihnen. Ich verstehe die Frage nicht. Herr Steiner, ob Sie schon angefangen an der Börse Geld zu verdienen? Ja, oder wollen Sie noch, oder? Oder sind Sie jetzt zu spät? Haben ja in der Zwischenzeit bestimmt 400 andere Firmen angerufen. Da hätten Sie sich ein bisschen eher melden müssen. Ich habe jetzt überall woanders mein Geld investiert, bestimmt in 20 Firmen. In 20 Filmen haben Sie das Geld investiert, ja? Und haben Sie überhaupt einen Erfolg also damit gehabt? Ja, die sagen überall, da ist gerade Gewinn. Ja, sagen können alle, ob Sie wirklich einen Erfolg gehabt haben. Da haben wir es wieder. Sagen können es ja alle, dass man Erfolg gehabt hat. Schön, dass Sie sich alle gegenseitig anscheißen. Ja, aber steht doch da überall auf den Webseiten. Nee, also wissen Sie was, also solche Informationen, also habe ich nicht. Nee, also seien Sie bitte so nett, sagen Sie mir, ob also die Firmen, also haben Sie, also ob Sie wirklich einen Erfolg gehabt haben. Also das heißt, Sie haben investiert und dann haben Sie also Profit damit bekommen, also beziehungsweise Gewinn und dann haben Sie das Geld rausgeholt. Und warum besteht jeder Satz von Ihnen aus M, und Ö? Ja, und also habe ich noch vergessen. Ja, das ist natürlich nicht schön, ja. Aber es wird sich verbessern, Herr Steiner. Sind Sie ein, Journalist? Was bin ich? Ein Journalist. Nee, wie kommen Sie denn auf sowas? Radiojournalist, kann nee, sowas wie, sein? Wie kommen Sie denn auf sowas? Ja, weil sie meinen, dass überall auf der alle Seiten also Informationen steht und solche Informationen habe ich auch gefunden. Ja, ich bin halt überall angemeldet und habe überall schon ein bisschen Geld verdient. Wo ist denn jetzt das Problem? Haben Sie kein Problem, ob Sie bei uns Geld verdienen wollen. Na, ich habe doch jetzt schon so viele Firmen, da kommen, rufen Sie ein bisschen deutlich zu spät an. Ja, okay, alles klar. Und das bedeutet also gar kein Interesse. Also, wissen Sie was, also ich halte auch mein Geld nicht also in eine Bank zu zahlen. Ja, ich auch nicht, habe ich ja gesagt. Ja, Sie haben investiert, haben Sie Verlust also mit irgendeiner Firma gemacht? Ja, verschwundet halt immer, ne? Ich meine, sind ja ganz viele Betrüger unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Also, und ich, bei jeder Firma kann man sein Geld rausholen, stimmt's? Das Problem ist an der Geschichte, dass nicht nur ganz viele Betrüger unterwegs sind, sondern fast eigentlich ausschließlich. Denn jeder, der euch hier einfach so anruft und irgendein Handelskonto anbieten will, der kann nur Betrug sein. Denn es ist einfach nicht erlaubt, Kaltakquise in Deutschland zu betreiben. Das heißt, nur weil ihr euch auf der Webseite registriert habt, darf man euch nicht einfach so anrufen. Und das unterscheidet die Betrügerplattformen tatsächlich schon mal unfassbar extrem von den seriösen Plattformen. Auch die seriösen Plattformen machen, komische Werbung auf YouTube. Da gab es jetzt vor kurzem erst einen Werbespot von eToro mal wieder. Ach, also
Klug gewählt finde ich das nicht, weil dadurch heben die sich auch echt kaum noch ab von den Betrügern, zumindest was die Werbung angeht, weil die ist letztendlich, naja, ähnlich aufgebaut. Ein bisschen seriöser ist die Werbung schon, als wenn man da irgend so einen Idioten vor ein Auto stellt und so tut, als hätte der Millionen damit verdient. Naja, aber Handel bleibt Handel und Aktienmarkt bleibt Aktienmarkt. Leicht und überschaubar ist es nicht. Das weiß ich doch nicht, habe ich ja noch nicht probiert. Also, das heißt also, Sie haben schon Gewinn gemacht, aber kein Geld haben Sie rausgeholt. Genau, habe ich noch nicht probiert. Seit wann haben Sie angefangen, wenn ich wissen darf? Jo, so einen Monat ungefähr, zwei vielleicht. Also seit Monat ungefähr, ja. Vielleicht also wollen Sie in unsere Firma investieren. Also, weil, wissen Sie was? Also, die Wichtigste daran ist, also, dass man sein Geld zurückbekommt. Also, wenn Sie einen Gewinn bekommen haben, dann also müssen Sie also unbedingt sein Geld auch rausholen. Super, die Nachfrage. Ach, wollen Sie nicht bei uns auch noch investieren? Tja, und alle anderen sind sowieso die Schlechten. Und sowieso... Naja, man kennt's ja nicht anders. Aber mal im Ernst, ich glaube nicht, dass eure seriöse Bank um die Ecke so argumentieren würde, dass alle anderen die Schlechten sind und wir sind die Guten. Ich glaube, so argumentiert wirklich nur ein Betrügerunternehmen. Also normalerweise bleibt das Geld auf dem Konto, ja, und dann also kann man sein Geld nicht rausholen. Das ist das Problem, ja. Und wir haben auch Rechtsabteilung. Ja, die solche Sachen auf jeden Fall klärt. Abschallung, die solche Sachen, also hilft solche Sachen zu lösen. Ja, also bei uns, wenn man zum Beispiel eine Handelskonto aktivieren will, dann braucht man 250 Euro. Dann bekommt man eine Analytiker, ja, der aufgrund ihrer Aufgaben, ihrer Ziele, ihrer Zeit ihnen hilft auf jeden Fall. Also ihre Strategie zu bilden, ja, aufgrund ihrer Bedürfnisse sozusagen. Ja, und von mir aus bekommen Sie auch einen Bonus, 25 Euro, ja. Damit können Sie auf jeden Fall also dieses Geld einsetzen. Und von mir aus, dann können Sie also dieses Geld, also das Sie investiert haben, rausholen. Können Sie mal das Stützrad da abschrauben und mir mal direkt ans Telefon geben, derjenige, der Ihnen die ganze Zeit alles vorlabert? Ja, das ist ein Callcenter. Nee, das ist ja, ist ein Callcenter, weiß ich, aber Ihnen labert die ganze Zeit einer exakt alles vor, was Sie sagen. Nee, doch. Also ich glaube, es ist die Verbindung, also die Verbindung. Geben Sie mir mal den Typen aus dem Hintergrund. Den Typen aus dem Hintergrund existiert aber nicht. Doch, der existiert. Ich höre das ja die ganze Zeit, was der erzählt. Erscheint, das bin ich. Nein. Der Typ im Hintergrund. Tja, dann machen wir halt keine Geschäfte. Schönen Tag noch. Schönen Tag, Herr Steiner. Ja. Ja, Mario. Ach was, ich dachte, da ist niemand im Hintergrund. Und kaum habe ich das Telefon einfach nur auf Lautsprecher an die Seite gelegt, dreht er sich um und unterhält sich mit jemandem. Also ist da kein Stützrad im Hintergrund oder was, der einem alles vorsagt. Komisch, dass er sich aber dann ausgerechnet mit dem im Hintergrund sofort abgesprochen hat, was wohl schiefgelaufen sein muss. Ich meine, ich habe nicht verstanden, was er da gesagt hat. Letztendlich war das ja auch wieder nur irgendwelche albanische Auslandssprache. Also ich tippe mal tatsächlich auf Albanien, wo die meisten herkommen. Denn, erstmal habe ich das auch in den Kommentaren geschrieben und zum Zweiten sind die Aufrufzahlen auf diesem Kanal aus Albanien schon ein bisschen bemerkenswert hoch. Von daher lässt auf jeden Fall vermuten, dass die alle aus dem Land kommen oder die meisten zumindest. Ich meine, wir haben auch Italien und Türkei und sowas mit dabei, die üblichen Verdächtigen. Aber Albanien ist momentan hier die Krönung auf dem Kanal. Die schauen fleißig. Vermutlich sind das auch genau die Leute, die halt immer den Daumen nach unten gerückt haben, wo ihr noch gefragt habt, was mit den Daumen hier los ist, warum da ein Daumen nach unten ist. Ich meine, klar, nicht allen gefallen die Videos, aber tja, die Leute haben auf jeden Fall einen Grund, den Daumen nach unten zu drücken. Gehe ich mal jetzt ganz stark davon aus. Naja, machen wir mal mit dem zweiten Telefonat weiter. Schönen guten Tag. Hallo. Spreche ich gerade mit Herrn Steiner? Ja. Sophie am Apparat und ich rufe Sie von Ihrer Handelskonto her. Ich grüße Sie erstmal. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Und was denn für ein Handelskonto?
Ja, ich erkläre Ihnen. So, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Investitionen und Sie haben ein Handelskonto wegen dieser Anmeldung eröffnet. Ach, immer die gleichen Fragen und üblichen Verdächtigen am Telefon. Ich meine, die Stimme, ich kann es jetzt nicht genau zuordnen, aber die Stimme klingt schon wieder verdammt, ganz, ganz verdammt verdächtig danach, dass wir sie schon ein paar Mal am Telefon hatten. Naja, scheint ihr hier auch erstmal nicht aufzufallen, aber ich verstehe auch nicht, warum die einem immer fragen, ob es einem gut geht. Ich meine, wenn ihr da antwortet, euch geht's schlecht, dann antworten die entweder gar nicht oder legen vielleicht sogar gleich auf oder ja, lachen sogar noch, wenn man sagt, es geht einem schlecht. Naja, aber interessieren tun sich da vielleicht nur 5% dafür und das ist garantiert auch nur der Grund, weil sie halt eben einfach gar kein Deutsch können und nur ablesen da von ihrem komischen Skript. Tja, dann sollte man solche Fragen vielleicht einfach ganz weglassen. Und mal davon abgesehen, ich find's schon ein bisschen komisch, wenn mich eine fremde Person anruft, die ich noch nie gesehen, gehört und irgendwas mit der zu tun hatte, dass die als allererstes fragt, ja, wie es mir geht. Es geht vielleicht erstmal eine fremde Person überhaupt nichts an, wie mein persönliches Wohlbefinden ist. Naja, aber das ist auf jeden Fall auch schon ein super Zeichen für die ganzen Abzocker, denn von einem seriösen Telefonat werdet ihr so eine komischen Fragen, ja, höchstens im Smalltalk dann gestellt bekommen, wenn man sich dann schon ein bisschen wärmer geworden ist, aber nicht gleich zu Beginn des Gesprächs. Ich habe in den Kommentaren gelesen, es könnte halt auch von der englischen Floskel stammen. How are you? Das kann tatsächlich sein, dass das einfach nur schlecht übersetzt ist und genau deswegen die Frage da im Skript drin steht, weil in England sind halt die Gepflogenheiten anders. In Deutschland findet man das komisch, wenn man irgendwelche fremden Leute. Also ich meine, man kennt es ja, ne? Man kann ja fremde Leute grüßen, dass wenn man sich irgendwo in der gleichen Schlange steht oder was weiß ich, dann macht man das. Aber man grüßt oder man fragt doch dann nicht gleich danach, wie geht's denn so? Also interessiert mich auch gar nicht, wie es fremden Leuten geht. Ne? Ich meine, das ist letztendlich so bei uns in der Mentalität. In anderen Ländern ist es vielleicht anders, aber selbst wenn das dann eine Floskel ist, interessiert es ja auch keinen. Und dadurch finde ich die Frage sogar eher beleidigend, als dass sie irgendwas bringt. Moment ist noch nicht aktiviert. So, deswegen habe ich angerufen. Ja, erstmal habe ich mir eine Frage nicht beantwortet. Nochmal bitte? Ich sagte, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Okay, fragen Sie mehr. Ja, was für ein Handelskonto? So, Sie haben dieses Handelskonto eröffnet bei der Firma Ace Investing. Okay? Aha. Ich erkläre Ihnen, es geht über Investitionen in der Börse, ja, Online-Investitionen, Kryptowährung, Finanzmarkt, die verändert jeden Tag und so. So, ja, ich kann verstehen, dass Sie keine Erfahrungen haben, ja? Ja, und wann soll ich mich da registriert haben? Nein, Sie sind schon registriert. Ja, und also wann war die Frage? Herr, leiser sein, bitte. Nee, antworte jetzt einfach auf die Fragen. Oder bist du dazu zu dämlich? Seit zwei Wochen oder so. Okay, so, erstmal. Ach, oder so. Oder so ist ja eine tolle Aussage. Ganz toll. Ja, das musste hier tatsächlich auch mal raus, weil sowas Dämliches. Immer wieder das Gleiche. Man antwortet denen schon und die kapieren einfach nicht, was man von einem will. Dann wollen die dazu noch eine andere Beschreibung und nochmal eine andere Beschreibung und nochmal eine andere Beschreibung. Da geht ja irgendwann mal die Hutschnur durch, wenn ihr davon 100 Telefonate am Tag habt. Herr, erstmal, können Sie mir sagen, haben Sie schon Erfahrungen mit Onlinehandel? Das verrate ich Ihnen, wenn die scheiße Musik im Hintergrund aus ist. Bitte? Ich sagte, das verrate ich, wenn die scheiß Musik im Hintergrund aus ist. Dieses Konto, das Sie haben hier bei uns, und das System, mein System, steht mit dem Namen Gerold Steiner. Sind Sie ja? Kann es sein, dass die Gehirnzellen fehlen? Die macht einfach in ihrem Programm weiter und reagiert überhaupt nicht zu dem, was ich sage, obwohl sie gerade noch nachgefragt hat. Eieiei, und da soll man immer versuchen, ruhig zu bleiben. Ich meine, die machen es einem ja echt richtig schwer. Ich meine, schon alleine diese stumpfen, dummen Anrufe überhaupt. Wie die überhaupt ihre Gespräche aufbauen. Ja, und dann redet man schon mit denen und ist, und ich denke mal, da ist man schon viel weiter als die allermeisten. Weil ich denke mal, von 100% werden 99 da einfach auflegen. Und dann kommt da eigentlich nur Rotze bei raus. Egal, was sie sagt, es kommt nur Müll. Von Ihrer Nummer, dabei habe ich auch Ihre E-Mail-Adresse. Aber intelligent sind Sie nicht, ne?
So, leider, wir können diese Konto hier nicht löschen jetzt. Das ist nicht möglich. Ja, es ist auch nicht möglich, dass Sie irgendwie andersweise vernünftiges Deutsch sprechen, oder wie? Ja, bitte. Was meinen Sie? Ja, ich habe gesagt, die scheiß Musik im Hintergrund soll aus. Nochmal? Ich habe gesagt, die scheiß Musik aus dem Hintergrund soll aus. Ich will so einen Jalla-Scheiß da nicht hören. So, Sie müssen diese Konto aufmachen, oder wie? Ja, wenn sobald die Musik aus ist. Ja, also das ist tatsächlich wieder eins dieser ganz, ganz anstrengenden Subjekte am Telefon. Denn man kann ja wirklich sagen, was man möchte. Die kriegt's nicht auf die Kirsche, was man da meint am Telefon. Tja, also bei mir auf jeden Fall kein Erfolg, mich zu verarschen. Und ich hoffe, auch bei ganz vielen anderen nicht. Denn es ist ja ultra nervig, wenn man mit jemandem kommunizieren will und die labert einfach in ihrem Skript weiter und reagiert null auf das, was man sagt. Okay, Herr, bitte sagen Sie mir, was wollen Sie machen mit diesem Konto? Als erstes will ich, dass die Musik ausgemacht wird. So, dieses Konto, das Sie eröffnet haben, für den Moment habe ich auch erklärt, ist noch nicht aktiviert. Das, bei dir fehlt irgendwas, ne? Also ich meine, Intelligenz ist null vorhanden, ne? Zimmertemperatur und so ein bisschen ist gut. So, erstmal, haben Sie dabei einen Computer mit Ihnen? Wie blöd kann man eigentlich sein? Einen Computer hat man nicht dabei. Ein Computer benötigt ein Stromkabel, um ihn zu betreiben. Den hat man nicht in der Hosentasche. Mit einem Handy geht das auch, ja? Was für ein Handy benutzen Sie? Das Samsung, iPhone oder ein anderer? Auf jeden Fall eins, das du dir nicht leisten kannst. So, bitte, können Sie meine Fragen antworten? Ja, ich kriege doch auch keine Antworten. Und außerdem habe ich immer, die Musik ist immer noch an. Ich will, dass die Musik abgeschaltet wird. Okay, Herr, bitte, Sie sind sehr unhöflich und sehr respektlos, ja? Bist du doof? Wenn ich... Ich glaube, du bist echt richtig dumm. Kann es sein? Ich dachte jetzt mehrmals, die scheiß Musik soll aus. Aber du bist zu unintelligent, überhaupt auf irgendwas zu antworten. Also ich frage mich, wie man dich überhaupt ans Telefon setzen kann. Genau. Wenn Sie selber Interesse zeigen, hier bei uns haben Sie eine Meldung gemacht. Wissen Sie schon, ja? Oh Gott, das ist schön, ey. Wissen Sie ja oder nein? Wo haben Sie dich denn aufgekratzt? Haben Sie schon eine Meldung gemacht? Konto steht mit Ihrem Namen und mit Ihrem Nachnamen. Ich glaube, du wurdest schon mal von einem Bus überfahren, kann es sein? So, bitte. Können Sie mir sagen, was wollen Sie machen mit diesem Konto? Also tut mir leid, aber diese Frau, die hat wirklich einen absoluten Frontalschaden. Ich habe schon gesagt, was ich damit machen will. Sobald die Musik aus ist, können wir weiterreden. Okay, Herr, wenn Sie... Ich habe nicht mehr Zeit zu verlieren mit Sie, leider. Aber, tja, so ist es halt, wenn man dumm ist, ne? So, wenn Sie respektlos und zum Töpfchen sind, ich kann das auch machen. Naja, respektlos ist, wenn man auf nichts eingeht, was der Kunde sagt, wenn man die ganze Zeit dem Kunden ins Wort fällt. Und was auch respektlos ist, wenn man die ganze Zeit eigentlich nur Scheiße redet. Siehst du, und du fällst mir schon wieder ins Wort. Nicht mal das kriegst du gebacken. Also Kundenservice ist das auf jeden Fall nicht. Das Einzige, was du bist, ist ein Betrüger und ein Abzocker. Mehr bist du nicht wert. Ja, genau. Natürlich. Betrüger, die beleidigen am Telefon. Und Betrüger hören auch Musik am Telefon. Und du bist nichts anderes als ein Betrüger. Ich werde jeden Tag anrufen. Von morgen bis nachts. Ja, super. Dann können wir noch ein paar mehr YouTube-Videos über deine Firma machen. Wie ist die Firma nochmal? Ja, super. Ja, mach das. Ja, dann kommst du auf YouTube. YouTube. Ja, hast du mich verstanden? Scheinbar nicht. Nee, zu doof, ne? Illegaler Abzocker. Tja, wie sagt man so schön, Schiff versenkt. Also hier ist ja wirklich Hopfen und Malz absolut total verloren bei der netten Tante hier. Also fassungslos, immer wieder fassungslos. Also wenn man denkt, es geht nicht schlimmer, dann kommt der nächste Anrufer. Und es geht auf jeden Fall schlimmer. Schlimmer geht es definitiv immer. Naja, auf jeden Fall hat sie ja hier ganz zum Schluss nochmal so richtig schön bewiesen, dass es nichts anderes als Betrüger sind. Sie hat mir ja jeden Tag eine andere, jeden Tag, jede Stunde einen Anruf versprochen. Tja, leider hat sie sich nicht dran gehalten. Die haben auf jeden Fall in der Konstellation nicht nochmal freiwillig von alleine angerufen. Naja,
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr möchtet, dann seht ihr hier jetzt noch eine Playlist mit einer Auswahl von vielen weiteren Videos, die ihr euch jetzt hier gerne noch reinziehen könnt. Bis zur Überbrückung, bis morgen, bis das nächste Video kommt. Wir hören uns dann wieder. Bis dann. Ciao, ciao.